Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge God of War und wir machen wieder weiter mit der Story. Okay, in der letzten Folge sind wir auch hier stehen geblieben und wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste. Ja, stimmt, wir sind ja eigentlich immer noch auf der Jagd. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Okay, das war's. Hacksilber. Welche Leichen sind diese komischen toten Dinge? Nochmal Hacksilber. Okay, was ist das hier? Noch so eine Maske. Okay, jetzt haben wir schon 6 von 9. Oh shit, okay. Ich schaff das. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. Junge. Junge! Ach, scheiße, er ist weg. Wo bist du? Warte mal. Ich glaube hier war, oder? Na, ich glaube hier rechts. Dann hier. Atreus! Okay, hier rechts. Warte auf mich, Junge! Aber wir sind hier, glaube ich, richtig. Atreus! Warte, jetzt hier weiter. Okay, hier ist eine Sackgasse. Dann nach links. Atreus! Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht, er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der Letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld, ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. So nah. Fuck.
bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben. Gut, er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greta. Hier lang. Okay. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Billy! Schau! Ist schon gut. Ist der nett? Junge. Es droht keine Gefahr, versprochen. Er ist harmlos. Okay, wir sind da. Da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Okay, eine Blume mit einer weißen Blüte brauchen wir. Aber die drüben, oder? Achso, okay, das sind Fische. Okay, ist auch nix. Ich mag sie. Immerhin wohnt sie unter einer Schildkröte. Du bist zu offen zu ihr. Wir wissen nicht, ob wir ihr trauen können.
Sie will uns nicht töten. Noch nicht. Okay, aber wo ist jetzt die Blume hier? Ich habe irgendwie nichts gesehen. Achso, hier. Okay, dann zurück zu Atreus. Hilfst du mir? Ich schaffe. Ist nicht allein. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Okay, dann zurück ins Haus. Ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Hey, Millie. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Okay, der Hexenkompass. Moment und nehmt den hier. Okay, jetzt zeigt uns einfach nur unser aktuelles Ziel an. Und Navigation und wird euch immer zu euren Zielen führen. Okay, zum Boot gehen. Ich sehe ein Boot. Na, warte mal, ich nehme es kurz mit. Oh, nicht die Teile. Okay, warte mal hier. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Sie verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Okay, ich hau hier aber mal alles auseinander. Aber hier, da braucht dann, glaube ich, Atreus wieder noch andere Pfeile oder so. Und dann kann er da dagegen schießen und dann, ja, geht das hier halt weg und dann kommt man da durch. Ich weiß gar nicht mal, warum man die überhaupt dann bekommt. Oder wann er die bekommt, besser gesagt. Okay, ich geh mal hier rüber. Nochmal so eine Kiste. Ich glaube, hier und in der Höhle gibt es extrem viel, was man irgendwie finden kann. Okay, ein Talisman. Gewährt einen Gesundheitsschub. Schauen wir uns mal kurz an. Ah, das ist das. Ah, okay.
Okay, Vitalität hat plus 4, aber Abwehr minus 6 und Glück minus 12. Ist ja jetzt nicht so gut eigentlich. Ja, ich glaube, ich lasse es erstmal. Okay, da unten ist das Boot, aber ich gehe mal kurz zurück, weil ich will nochmal schauen, ob da irgendwas ist, was ich mitnehmen könnte oder so. Ja, stimmt. Da können wir doch erst, also das können wir auch dann erst später benutzen. Folge mir, Atreus. Ah, der lebt noch. Okay, da ist wieder so eine Kiste. Also so eine Truhe halt. Okay, warte, ich schieb das mal auf die Seite. Doch. Ist offenbar nicht schwer. Ah, hier ist wieder so eine Truhe, das ist gut. Was ist hier wieder drin? Na, okay, da ist Stahl. Warte mal. Ah, da komme ich da, glaube ich, rüber, oder? Schätze ich jetzt mal. Stimmt. Berühre nicht das Wasser. Warum? Weißt du, was unter der Oberfläche ist? Nein, es ist kohlrabenschwarz. Dann berühre nicht das Wasser. Okay, noch eine Maske. Jetzt haben wir schon 7 von 9. Okay, da drüben, da komme ich jetzt glaube ich auch noch nicht hin. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal hier weiter, oder? Weil das meiste können wir dann erst als später machen. Oder warte mal, da hinten. Achso, da komme ich ja nicht hin. Dann hier runter zum Boot. Dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Deine Krankheit konntest du nicht. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Sieh doch mal, das ist Thor. Thor, Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh. Das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Okay, fahren wir das mal hin. Da sind eine Statue. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers.
Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Zurück. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hm? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Okay, das ist auch wieder hier. Rennt ihr überall so herum? Puh. Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals. Niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Okay, den Weg zum Turm beschreiten. Gerne, aber ich schaue jetzt erstmal hier rein. Okay, bei der Axt. Kann ich da jetzt nicht verbessern. Clownköcher.
Ach so, okay. Verkürzt die Pfeilnachladezeit des Clownbogens. Das könnten wir nicht mal holen. Okay, warte, Brustrüstung haben wir, glaube ich, erst geholt eigentlich. Ah, ja, stimmt. Ja, dann verbessere ich die auch direkt mal. Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Talisman. Okay, Talismane verfügen über einzigartige Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Mit Verbesserungen im Laden werden sie effektiv und reduzieren die Abklingzeit einiger Fähigkeiten. Okay. Ja, jetzt leider nicht genug Ressourcen. Achso, Weltenstaub viermal fehlt mir. Okay. Damit kannst du dich jetzt richtig austoben. Okay, wir müssen wieder hier zurück, glaube ich. Da kommen wir jetzt eh nicht weiter. Warte schon mal kurz auf die Map. Ja, okay, wir müssen dort nach hinten. Okay, das ist noch die Weltenschlange. Aber da kann ich was machen. Okay, gehen jetzt hier da oben. Ja, warte mal hier. Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Na, okay, wieder runter. Warte, liegt ja eigentlich nicht auch immer, liegt ja nicht auch immer irgendwie Zeug herum oder so? Mach dich bereit, Junge! Oh, steht das ein Gegner? Atreus, fortgeschrittener Kampf. Okay, Atreus fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet. Die Fähigkeiten können im Fähigkeitenmenü verbessert werden. Okay, ist gut. Alter, was ist denn das? Der ist irgendwie explodiert oder so. Okay, da ist noch einer. Oh shit, wo kommt denn der jetzt her? Okay, alles mitgenommen. Ah, da sind zwei Truhen. Warte, hier stehen noch was. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Schiffe könnte ich sie bestimmt lesen. Okay, also geht das jetzt noch nicht. Ja, dann hier wahrscheinlich auch nicht. Ich kann sie nicht lesen. Na, okay. Gut, dann machen wir erstmal die Kisten hier auf. So, ein bisschen Hacksilber und hier. Nochmal Hacksilber. Okay, und hier kommen wir dann, schätze ich mal, runter, oder? Ah, da geht das nochmal ein Boot. Und hier auf der anderen Seite. Ah, okay, dann kann man hier irgendwie nach hinten. Das ist auch ganz gut, wenn man sich dann hier ein bisschen umschaut. Aber ja, wir müssen jetzt dann hier weiter. Und ja, gut Leute, dann würde ich sagen, das war's jetzt erstmal mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.